Willkommen zurück auf meinen Kanal Lohn und Nehmen Sabot. Wir haben hier schon wieder ein bisschen weitergemacht. Die Folgen, wie es jetzt hier so aussieht, habe ich nicht gemacht, weil ich gestern noch andere Sachen ausprobiert habe und ausprobiert habe. Ich glaube, Bilderrahmen hatten wir schon gemacht. Oder wie ich den Rahmen gemacht habe, auch dieses werden wir auf jeden Fall im nächsten Video machen. Wir haben jetzt hier schon mal einen Tisch gebaut, zwei Stühle gebaut. Da sehe ich gerade, nee, das passt. Es ist zwar nicht perfekteste Stühle und perfekten Tisch. Das weiß ich, ich meine, da tue ich mich auch für entschuldigen, aber dafür als Anfänger oder überhaupt mal sowas komplett zu bauen, ja, ist das für mich okay. Was wir hier mal gemacht haben, ist dieses, habe ich euch auch nicht mit aufgenommen. Dieses ist einfach so entstanden. Eigentlich wollte ich das so gar nicht, hatte das ein bisschen anders überlegt. Ich fand das aber, warum denn nicht auf der Art? Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Somit habe ich dann dieses hier hingesetzt. Hier wird dann später, und dann muss ich dann nochmal gucken, ob wir nicht eventuell, doch, das können wir machen, genauso wie ich es mir vorstelle. Hier werden dann die Beschriftung der Türe hinkommen mit einer Textur, die ich nachher noch fertig machen werde. Ob, ich weiß nicht, vielleicht machen wir davon auch noch eine Aufnahme, wie ich dann hinterher Prinzip und so weiter. Ja, Schilder mache. Wir haben im Prinzip jetzt hier eins, zwei Büros. Einmal zum Beispiel für die Beispiele, sage ich jetzt auch nur Stadtgärtnerei. Hier sind zum Beispiel zwei Büros, sagen wir mal, für die Straßenwacht. Und hier hätten wir dann reintisch auch ein Büro gemacht, wo zwei Leute dann reintisch sitzen. Das ist dann für die Forstwirtschaft so ein kleines Bürochen. Hier ist dann im Prinzip nur der Flur, den haben wir so eingerichtet. Was wir aber am Flur noch machen müssen, das ist, sehe ich jetzt gerade, können wir so nicht lassen. Hier kommt dann noch so eine kleine Treppe, wo man den Tor laufen muss für dieses. Dieses ging nicht anders aufgrund, oder ich einfach da ja, nicht ganz korrekt nachgebaut habe, mein erstes Modell. Bin ich aber auch ganz ehrlich, mein zweites Modell gefällt mir jetzt besser. Jedenfalls dieses gute Modell gefällt mir besser. Dieses lassen wir so. Es gibt ja viele, sag ich mal, Wirtschaften, die das auch so ein bisschen haben. Dann haben wir hier unten unsere Garagen. Hier haben wir Unterstellplätze für die Fahrzeuge. Hier eben die für die LKWs. Jetzt haben wir hier das so gemacht. Hier wird auf jeden Fall noch eine Tür reinkommen, auch noch eine kleine, das zeige ich euch. Ja, und hier müssen noch die Fenster. Die Fenster habe ich euch aber gezeigt, wie wir die gemacht haben. Von daher werde ich das nicht fotografieren. Hier ist schon mal der erste Eingang. Hier kommt man dann noch mal rein. Hier werden wir auf jeden Fall noch mal Lampen anbringen. Dieses habe ich mir dann überlegt als kleines Lager. Und deswegen werden wir auf der anderen Seite auch noch eine Tür machen. Oder wir machen auf der anderen Seite noch keine Tür. Das könnt ihr überlegen, da könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben. Machen wir auf der anderen Seite hier dann auch noch eine Tür rein. Hier, gut, da könnte man also durchlaufen auf der anderen Seite. Oder wir sagen einfach, nein, das bleibt nur diese Tür. Hat man hier im Prinzip ein Lager, wo zum Beispiel Straßenwacht ihre Absperrschilder oder sonstiges reinstellen können. Jetzt sind wir hier, diese Höhe will ich hoffen, dass es passt. Wenn nicht, müssen wir später hier auch dran arbeiten. Hier kann man dann, wo LKWs oder wie zum Beispiel die Stadt hier auch Baggers hat, können sie ihre Baggers und Radladers reinstellen. Dieses müssen wir aber dann nochmal testen, ob es von der Höhe und von der Breite für den Bagger und so reicht. Jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, liebe Zuschauer, wie was machen. Wir haben hier drei. Ob wir jetzt hier nochmal hingehen und sagen, wir setzen hier noch ein so ein Ding hin. Und würden im Prinzip
Genomast hinsetzen. Also da bin ich noch nicht ganz so schlüssig. Ich denke aber, wir werden hier noch eins hinsetzen. Indem wir wieder auf Editiermodus gehen. Wir werden dieses jetzt hier ein wenig nochmal breiter machen, aber dazu brauche ich diese Fläche. Ich gehe wieder auf Shift, drücke auf die nächste Fläche. Dann haben wir alle drei markiert, kann mir das dann hier so entlang ziehen. Das ist erstmal nur provisorisch entlang gezogen. Nehme mir wieder dieses hier, nehme das und mache, wie ich es am Anfang auch gemacht habe, wie ich es am Anfang auch gezeigt habe. Wenn ich hier die Maße gehe, x ist das 0,06, dann haben wir die 2 Meter. Dann machen wir hier nochmal diesen Bereich, setzen dieses hier nochmal rein. Dann machen wir hier jetzt unsere 4 Meter, jetzt mal zu weit. Na, 4 Meter. Machen hier schon mal wieder die Fläche, indem wir entfernen drücken und dann nur die Fläche, entfernen nur die Fläche. Entfernen nur die Fläche, hier unten auch entfernen nur die Fläche, gehen wir wieder hier hin, weil jetzt haben wir hier die Linien, machen wieder entfernen, drücken auf Kanten und dann haben wir die Kanten hier weg. Na, das war jetzt ein Fehler von mir. So, jetzt gehe ich hin, jetzt seht ihr, sieht das so aus, kann man natürlich so nicht lassen, ich nehme mir diese Kante. Mit Shift markiere mir die nächste Kante, drücke F und dann habe ich diese Fläche. Man sollte auch hingucken. Was ist denn jetzt los? Was haben wir denn jetzt gemacht? Die Fläche, die Fläche, die Kante, die Kante. Gut, das war jetzt dumm, weil ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Das eben nochmal weg und gucken, ob wir das hier oben noch haben. Das oben haben wir noch. Wir nehmen uns nochmal die Kante, die Kante, die Kante, die Kante und drücken F. Gut, liebe Zuschauer, warum geht das jetzt nicht? So, jetzt sind wir hier, sind wir nochmal komplett zurückgegangen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen jetzt nochmal in die Fläche. Shift, Fläche anklicken, Fläche anklicken. Nicht die, sondern die. Und was mache ich denn jetzt hier? Wenn man falsch gemacht hat, so jetzt drücken wir, klicken wir hier nochmal drauf. Und dann hätten wir hier unsere Meter, wir brauchen 0. Zack, die x 0,008, 2 Meter. Drücken hier wieder drauf. Dann machen wir hier unsere Meter. Drücken die Fläche. Jetzt tun wir aber erst speichern, bevor wir alles immer neu machen müssen. Nur die Fläche, nur die Fläche, nur die Fläche, nur die Fläche. Nehmen wir uns wieder die Kanten, nur die Kanten, Kante. Ja gut, da haben wir jetzt die Fläche vergessen, können wir auch nochmal Kante. Gut, geht die Kante auch weg. Drücken jetzt nochmal mit Shift die Fläche aus, drücken F. Jetzt haben wir es. Irgendwo voll einen Fehler gemacht, liebe Zuschauer. Ich habe noch keine Ahnung welchen, aber wir haben es korrigiert. Nehmen wir die Fläche. Ich tue immer gerne nach
Nicht jedem, aber nachdem ja alles mal so schief gelaufen ist, wenn ich was verändere und so, speichern. Länger machen wir dieses nicht, bin ich ganz ehrlich. Sonst wird mir das, ist das hier zu lang. Länger machen wir das nicht. Jetzt ist die Frage, was wird sonst aber. Wir könnten jetzt rein theoretisch das ein bisschen länger ziehen und dann rein theoretisch hier noch Unterstände machen. Könnten wir, machen wir aber erstmal nicht. Nein, es ist keiner zu Hause. Wir gehen heute nicht ans Telefon. Auch dieses, liebe Zuschauer, es tut mir schrecklich leid. Seit Tagen geht hier das Telefon, während ich hier aufnehme. Aber wie ich ja schon auch in manchen Videos gesagt habe, bin ich eben selbstständig. Da noch nebenbei selbstständig, also Angestellter und selbstständig. Und da kann das schon mal passieren jetzt, dass das Telefon geht. Wir gehen aber nicht dran, sondern wir machen hier weiter, weil ich möchte euch, das habe ich auch gestern, mit einem, muss ich dazu sagen, der mich auch ein bisschen unterstützt hat, ganz klar unterstützt hat, indem er noch mal ein paar Sachen gezeigt hat mit den Texturen. Die Texturen, die ich gestern alle gemacht habe, habe ich natürlich gelöscht. Dieses werden wir dann als nächsten Schritt machen, wenn wir hiermit fertig sind. Dann müssen wir Shift S, weil ich brauche diesen Cursor. Nennt sich das dann Würfel und dann machen wir erstmal die Fläche bx 1.8. Dann habe ich diesen Bereich, drücke L, ziehe mir das ganze Spielchen jetzt eben kurz noch hier dran. Das 0.8. Na, wieso möchtest du denn jetzt nicht G? Dann kommt 1, Enter. Dann haben wir nochmal GZ 0.2. Es ist nicht 0.1, Enter. Super. Genau, jetzt gehen wir kurz hier runter, indem wir jetzt eben GX. Na, 3 war das nicht, was hatten wir denn? 4 hatten wir nicht. 3 Meter, genau, 3 Meter. Dann haben wir unsere 5. Jetzt gehen wir eben hier hin, liebe Zuschauer. Hier die Fläche, da haben wir 6 Meter. Gehen dann hin und nehmen uns hier die 6 Meter. Wir haben jetzt hier 2, also machen wir GY4, Enter, haben wir 6 Meter. Gehen dann wieder, nehmen uns dann wieder diese Fläche und drücken. Na, wenn man zu viel klickt hier auf die Fläche, machen GX, ich glaube jetzt. Minus 2. Auch hier, liebe Zuschauer, muss man immer wieder testen, weil wir haben ja hier auch was gebaut oder immer wieder da dran gezogen. Ist jetzt schön dran. Hier, das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. Jetzt nehmen wir uns diese Fläche und machen das Spielchen nochmal.
machen jetzt gx minus, was hatten wir, 12, hat man nicht, 13 hat man nicht, 14 nicht, 16 nicht, 18 zu lang, 17 und 8 zu lang, würde ich mal sagen, 6, ah, 6, ne, 6, 1, 6, 2, 6, 4, 6, 3, ich glaube, müssen wir gucken, liebe Zuschauer, das war den Tief, 6, 3, dann müssen wir nochmal, x, gucken. Dieses ist dann jetzt auch dran. Somit hätten wir hier diesen Dach, den haben wir jetzt fertig. Machen jetzt den Speichern. Sehen uns das Ganze hier so an. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Das gefällt mir schon mal. Dann werden wir uns jetzt diese Lampe nehmen, gehen wieder die Lampe anklicken, drücken hier auf Editiermodus, nehmen uns diese Lampe, drücke jetzt erstmal L, dann habe ich die Umrandung. Ich brauche aber noch unsere Glühbirnen, drücke hier auch L und dann hätten wir dieses Objekt. Mache ich Shift D und kopiere mir das einfach und ziehe mir dieses jetzt einmal hier hin, ziehe mir das runter. Das ist jetzt zu weit runtergezogen. Na. Jetzt ist die Frage, ja, das können wir eigentlich so lassen. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob das auch anliegt. Weil es soll ja, wenn dann vernünftig anliegen, Licht an. Dann hätten wir unseren Licht. Jetzt ist die Frage, nehmen wir uns noch eins oder nehmen wir uns nicht noch eins? Dieses weiß ich noch nicht. Wir sind jetzt noch in dem Regal drin. Nehmen uns das mal eben kurz hier. Na. Wir ziehen uns das mal hier so hin. Machen wir mal Shift D. Nehmen uns dieses so hin. Machen Shift D. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den roten Pfeil hier kriegen. Kriegen wir. Machen wir hier so hin. Nehmen uns wieder dieses hier alles mit L. Dann mache ich wieder Shift D. Und ziehe mir das jetzt irgendwie. Da haben wir den roten Pfeil. Und ziehen wir das irgendwie, guck mal lieber Zuschauer, wieso machen wir es nicht einfacher und ziehen uns das hier so hin. Dann hätten wir hier die Lampen. Ist die Frage, gut, hier würde ich sagen, machen wir keine hin. Nee. Dann machen wir keine hin, vier Stück reichen auch, wollen sie vielleicht zu viel ist, aber lieber zu viel als zu wenig. Was wir jetzt auch noch mal machen, ja, jetzt sind wir auf dem Kopf.
Niemand und Shift D und habe überlegt, machen hier auch Lampen hin. Und hier so hin. Hier so hin. Dann Shift D, dann müssen wir mal kurz kontrollieren, ob das so hinhaut. Haut nicht so hin, das machen wir aber gleich, liebe Zuschauer. Shift D, Enter. So, ich sehe jetzt gerade auch, wir sind wieder zu Ende mit der Folge. Wir werden dann in der nächsten Folge hier weitermachen, indem wir das uns runterziehen. Aber ich gehe erstmal hin und speichere. Danke euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.